So, Freunde, willkommen zurück bei Life in the Woods. Gut, allerdings jetzt erstmal hier schlafen. Und dann schauen wir mal, weil wegen Werkstatt, my dear friends. So, wie gesagt, ich wollte das hier eventuell auf die Ecke machen. Ah, dann machen wir hier den auch noch weg. Bup. Und den. Und das reicht hoffentlich an Platz. Alles klar. Bräuchten wir vielleicht doch noch hier die Sense. Die haben wir ja auch noch. Oh, ich hoffe nur, ich mache nicht zu viel weg. Flupp. Hier ist es mir dann doch zu riskant. So. Oder... Verdammt, hier ist wirklich was weggegangen. Ach, schade. Naja, sieht jetzt aber nicht so, so dramatisch aus. Deswegen lassen wir das. So. Okay, ist die Frage, wie ziehen wir das jetzt wirklich auf? Ich hatte ja gesagt, ich hätte gerne irgendwie so ein ganz kleines Hüttchen, wo wir einfach so eine Werkstatt nebendran machen. So eine Art Garage. Wo dann einfach der Kram hier drin steht. Deswegen, ich glaube, ich mache jetzt einfach so eine Standardhütte in diese Richtung. Also anders orientiert als das Ding. Ein bisschen so wie der Hühnerstall. Und dann schauen wir, dass wir vielleicht erstmal hier den Hügel ein bisschen wegbekommen. Ja. Das war mal mit einer Grundform anfangen, ne? Ganz simpel. Oh, das Ding muss ich mal wegmachen. Options, Waypoints. Nein. Waypoint Beacons, genau. Weg damit. So, weil, ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt immer hier in der, im Sichtfeld zu haben. So. So, und das können wir eigentlich recht nah hier an den Weg machen. Ich würde mal sagen, hier fangen wir an. Ich könnte mal noch das Holz nehmen. Da haben wir ja noch ein bisschen was. Zack und zack. So, bup, bup. So, mal kurz gucken. Genau, also Standard. Mal gespannt, wie es wird. Das hier ist jetzt wirklich komplett frei Schnauze. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe auch gerade nicht mehr so die Lust, alles immer vorbauen zu müssen. Wenn es scheiße wird, dauert es halt länger. Ist dann einfach mal so. 4, 5. Plupp. Zack, zack. Und zack, zack. So, hier kommt dann die Hütte hin. Da müssen wir vielleicht die beiden Bäume doch auch noch wegmachen. Aber das sehen wir dann. Ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen den Hügel hier zurückdrängen. Aber, naja, schauen wir mal. So, 1, 2, 3. Wie groß machen wir es wirklich? Machen wir es länger oder ein bisschen... Ich wollte ja eigentlich recht klein haben, ne? Vielleicht machen wir... Machen wir es mal ein bisschen anders als die bekannten Sachen. Dann machen wir hier 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann machen wir hier keine Mittelstrebe rein, sondern machen es einfach mal durchgehend. Und hier müssen wir noch ein bisschen was wegbuddeln. Schön machen können wir das später noch. Diesmal würde ich es aber direkt auch dann schön machen, wenn ich es fertig gebaut habe. Nicht, dass es so aussieht, ewig lang noch wie beim Eckhaus. Das sieht ja immer noch aus wie Kraut und Rüben. So. Ach ja, hier haben wir sowieso noch den hohlen Berg. So, lassen wir das jetzt erstmal so. So, wie hatten wir es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt... Ups. Ja, das Ding ist ein bisschen zu schnell, ne?
Zumindest bei normaler Erde. So. Dass wir dann hier die Ecke haben. Flupp. Wobei durch den Handschuh sind wir von Hand schon ultra schnell. Krass. So, 1, 2, 3, 4, 5. Flupp. Und hier die Ecke. Flupp. Dann machen wir das hier auch mal noch mit einem Rutsch mit zu. Schaufel ist echt super, glaube ich, wenn man Berg abtragen will. Das geht dann richtig fix. Nur so für Präzisionsarbeit ist ein bisschen zu fix. So und so. Gut. Da würde ich vielleicht gucken, dass wir hier die Schräge normal hochgehen und dann etwas flacher zur Seite. Ja, ich glaube, so probieren wir das mal. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich nicht, wie ich das meine. Kein Problem, ihr werdet es dann sehen. Ha, da reimt er wieder. Allerdings machen wir mal unser Standard hier. So. Jetzt erstmal unsere Umrandung hier bekommen, wie gehabt. Ne? Wir bleiben unserem Stil treu. Boah, wir haben zu viele Werkzeuge. So. Flupp. Ja, und ich wollte ja noch was zu essen machen, ne? Ich brauche mal hier einen Koch. Das geht aber viel zu schnell. I need a cook. So, einmal rundherum. Können wir das hier auch gerade mal wegbuddeln? Haben wir das aus den Füßen? Haben wir hier eine ganz kleine süße Hütte für den Schreiner, Tischler, was auch immer. So. Und nebendran seine Werkstatt. Hier machen wir vielleicht so eine ganz kleine Kochecke hin, hinten ein Bett oder machen das wieder in so ein kleines Obergeschoss. Ist ja mal ganz niedlich. Und dann hier nebendran halt den Kram. Okay. Allerdings brauchen wir hier nochmal ein bisschen mehr Platz. Das hier machen wir gerade komplett weg. So. Dass wir halt hier diesen Batzen einfach komplett weg haben und dass der Hügel dann erst ein bisschen weiter hinten erst anfängt. Hier wollten wir sowieso schon länger mal ein bisschen verschönern. So. Machen wir das hier komplett weg. Gucken wir, dass wir das hinten dran nochmal schön auffüllen. Dann haben wir den Hügel hier auch gleich ein bisschen aufgehübscht. Eigentlich müssen wir das hier dann auch gerade wegmachen, ne? Ah, dazu später. Erstmal das, was wichtig ist. So. Wir haben keinen Platz mehr. Bup, 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 bup und bup. So. Die gute Erde. Boah, hier müssen wir recht viel auffüllen, habe ich so die Befürchtung. So, aber das machen wir später. Guti, ich mache mal noch die beiden Bäume da weg. So. Und so, dann stört das mit dem hier weggemachten auch gar nicht mehr. Können wir eigentlich direkt nochmal die Sense nehmen. Bup. Weg damit, weg damit. So, haben wir hier Platz. Meine Pflanzen können wir die immer wieder neu. Sodle, guck mal, wie das hier gerade aussieht. Ziemlich scheiße, ne?
Knarf. Aber so ist es dann immer auf Baustellen, ne? So, haben wir denn überhaupt noch hier? Ah, nicht mehr viel. Müssen wir auch noch brennen, ne? Müsste man mal noch tun. Brandung könnte vielleicht noch reichen. Jawohl, ja. Haben wir hier eine schöne Tür. Können wir eigentlich hier hinten auch noch eine Tür machen als Zweitausgang. Und ja, können wir noch wegen Fenstern gucken, aber so jetzt erstmal als Grundform. Machen wir gerade noch den Boden rein, dass wir hier nicht immer ein Loch reinfallen. Wie gesagt, geht ja nicht um die Hütte hier, sondern eher um die Werkstatt nebendran. So, gehen wir gerade wieder schlafen und am besten noch was essen. Ah, wir haben nicht mehr viel. Essen wir mal Toast. Hm? Toast. Schlimm ist, der Toast gibt eigentlich noch recht viel. Wobei, schlimm ist es ja nicht, aber ihr versteht, was ich meine, ne? So. Ich muss gleich mal Platz im Inventar schaffen. Das ist ja wieder furchtbar. Bing. So, was können wir denn hier gerade mal wegräumen? Das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir gerade nicht. Die Axt brauchen wir gerade nicht. Dann die Setzlinge mal hier rein. Schwupp, schwupp. Kürbisse, Zuckerrohr, Knochenmehl, den Hopper. Das komische Holz da, das komische Holz da und das komische Holz da. Dann hätten wir schon wieder mehr Platz. So, denne. Was kommt als nächstes? Vielleicht hier mal Platz machen gerade. Wobei, wir sollten die Hütte erstmal machen, weil ich muss mich da am Dach orientieren, wie wir das machen. Deswegen brennen wir erstmal ein bisschen Stein. Mal gucken. Wir hatten ja eigentlich noch recht viel. Was war denn das? Andesit, Cobblestone hier, ne? Genau, da hatten wir einiges. Machen wir mal 4 Stacks zu normalen Cobbles und brennen die. Flup, flup und flup. Kohle hatten wir ja auch hier gelagert, glaube ich. Genau, da vorne ist sie. Dann ist noch die Frage, hatte ich hier noch normale Öfen irgendwo? Wahrscheinlich nur hier drin die, ne? Ja. Egal, die müssen erstmal reichen. Dann nehmen wir ein Stack Kohle mit. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, schuppdidu. Ach ja. Ah, und das da oben müssen wir auch mal noch machen, ne? Wobei, da wollten wir eh noch einen Layer drauf machen, ne? Das könnte man ja eigentlich auch mal noch gerade angehen. Wir haben ja aus den Schmieden aus dem Dorf ja ein bisschen was geklaut. Ja, nicht so. Bup. Nämlich brauchen wir einmal. Ne, nicht den Besen. Ach, wir brauchen noch so einen Tank, ne? Was brauchen wir denn für den Tank? Dichter, einmal Glas und das drumherum. Haben wir noch Glas? Wir haben Glasscheiben. Haben wir noch normales Glas? Ich sehe gerade keins. Verdammt. Ja, dann machen wir uns gerade noch. Oder auch nicht. Nein. Ach komm, dann machen wir das ein andermal. Habe ich gerade keinen Bock drauf. So. Goodie, das brennt. Das heißt, wir können schon mal die Holzkonstruktion machen. Wie hoch waren wir da immer? 4, 5 Genau, 4. Und dann quer.
Das heißt, eigentlich können wir 5 hoch machen. Wobei das immer nach vorne zeigt. Okay. Aber hier können wir 5 hoch machen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins. Okidokili. Da müssen wir allerdings irgendwo anfangen. Ha, wir brauchen doch noch eine normale Axt. Oder kann ich das so machen? Nee. Das Ding macht immer viel mehr weg. Das ist doof. Die andere haben wir hier. Ja, müssen wir doch ein bisschen durchwechseln, ne? Eine Wolke aufgelöst oder was war das da komisches? Sah gerade so nach einem Glitzern aus. Merkwürdig. Sind wir hier auf der richtigen Höhe? Nein, es muss eins höher. Bup und bup. So. Und hier geht's dann rüber. Zack. Dumm, die dumm, die dumm. Schon lang nichts mehr gebaut, ey, meine Herren. Weiß schon gar nicht mehr, wie das alles so ausgesehen hat, beziehungsweise aussehen muss. Dann geht's hier rüber. Und so. Das hier wieder in richtiger Ausrichtung. So. Und wieder rüber. Dum, du, dum, du, dum. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das dann klappt mit dem Dach. Gut. Machen wir hier in der Mitte. Wieder Ditte hier. Jetzt muss ich mal gerade mal drüben gucken. Genau. Genau. Alles richtig. Das Schöne ist, wir können jetzt aber hinten vom Hügel immer hier drauf. Ha! Hallo! Und hepp. Allerdings muss das hier noch eins weiter. Genauso wie hier. Ja, es ist halt immer noch ein sehr, ja, kostspieliger Baustil. So. Bup, bup, bup. Und dann haben wir hier immer den da. Zack, zack, zack. Ach, so viel Mückenvieh hier gerade im Zimmer. Fürchterlich. So, das sieht auch schon mal halbwegs vernünftig aus. Bup, 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 bup. Mal so ein kleines Mini-Häuschen. Aber man muss ja nicht immer übertreiben, ne? Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. So, dann einmal hier quer drüber. Ach Quatsch, die eine Seite hier ist ja... Na, also, gucken wir gleich. Ich will ja das Dach auf der anderen Seite ein bisschen abgeschrägter machen. Mal gleich mal gucken, wie es läuft. So. Ja, hier will ich es ja flacher abfallen lassen, dass wir hier noch so einen Überhang haben. Da bräuchte ich jetzt allerdings eher mal die Steine für. Aua. Wie weit sind wir denn? Ungefähr Hälfte. Immerhin, immerhin. Plupp. Und plupp. So, haben wir denn noch von den Slabs nicht mehr viele? Dann machen wir uns da noch schnell welche. Wie viele machen wir denn?
Ein paar mehr bräuchten wir schon. So, fürs erste Mal. Ich will ja jetzt erstmal probieren, ne? So. Normalerweise nehmen wir noch die normalen Treppen. Das war die eine Seite schon mal richtig machen. Aber wie gesagt, ist jetzt einfach mal probieren. Das ist alles sehr, sehr spontan gerade. Nicht so wie die meisten anderen Bauten. Fangen wir einfach mal an. So, normalerweise geht es dann hier rüber. Zack. Nicht so. Nein. So. Und hier hoch. Das kann man ja schon mal machen, weil auf der Seite bleibt dann so. Zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack. So, so haben wir es normal. Dann würde ich jetzt nämlich hier dran gehen. Und hier so etwas abgeflachter nach unten gehen. So wie wir es bei der Jagdhütte hatten. Genau, da hatten wir das schon mal. Allerdings hier ein bisschen anders vom Zweck her. So, 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 so und so. Dass wir nämlich hier dann die Werkstatt drin haben. Gut, ich weiß gar nicht, wie hoch wir gehen sollen. Wahrscheinlich, dass das abschließend ist damit. Ach, jetzt regnet's. Verdammt. So, allerdings soll es das dann auch mit der Folge gewesen sein. Wir sind wieder bei 22 Minuten fast. Aber ne, gibt voran. Das Häuschen wird gebaut. Können wir hier nochmal so einen kleinen Platz davor machen. Dann wird das schön. So, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wo wir dann an der Hütte weitermachen. Macht's gut, tschüss.